Hallo, heute gibt es einen Produkttest und zwar teste ich den neuen Catrice Instant Awake Concealer. Wenn dich interessiert, wie ich das Produkt finde, dann bleib doch einfach dran. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute teste ich zusammen mit euch diesen Concealer. Den Catrice Instant Awake Concealer, der ist nämlich ganz neu im DM reingekommen und verspricht so einiges. Ich habe mir die Farbe 02 ausgesucht. Ob die jetzt passt, kann ich nicht sagen, werden wir nachher feststellen. Was der Concealer verspricht und warum er mich zum Kauf bewegt hat. Er verspricht, dank seiner mittleren Deckkraft und der leichten, aufbaubaren Textur, ein frisches, waches Aussehen. Dabei hat er ein ebenmäßiges, aber natürlich mattes Finish. Hochwertige, pflegende Inhaltsstoffe wirken zugleich feuchtigkeitsspendend, garantieren einen Anti-Wrinkle-Effekt und reduzieren somit optisch kleine Fältchen. Genau das hat mich nämlich angesprochen. Ich habe hier um die Augen kleine Lachfältchen, vielleicht auch ein bisschen Trockenheitsfältchen. Und ja, ich werde heute einfach mal probieren, ob man das wirklich damit kaschieren kann. Er kommt jetzt in so einem Stift. Und dieser Stift hat eine Seite mit einem Schwammapplikator. Und wenn ich hier hinten drehe an dem Teil hier hinten, dann kommt das Produkt hier oben raus und man kann es auftragen. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich drehe es. Ja, ich musste doch ganz schön lange drehen am Anfang, also wundert euch nicht, da kommt irgendwann auf jeden Fall ein Produkt raus. Und zwar sieht man hier schon, dass überall das Produkt rausgedrückt wird, also nicht nur an einer Stelle, meine ich, oder? Ne, nicht nur an einer Stelle, sondern wirklich um das ganze Schwämmchen herum. Das ganze Schwämmchen ist damit getränkt und das werde ich jetzt auf dem Auge auftragen. Ich habe schon vorher mein Make-up drauf gemacht und Primer, Make-up und jetzt kommt der Concealer dran. Keine großen Dreiecke wie manche YouTuber das machen, sondern ich nehme mir einfach so viel Produkt drauf, wie viel ich brauche. Jetzt werde ich das Ganze erstmal einblenden. So, das ist das Ergebnis und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Also bis jetzt finde ich die Farbe optimal, es ließ sich sehr leicht einblenden, die Deckkraft finde ich auch okay. Ja, ich werde da jetzt erstmal hingehen und das Ganze setten und ja, dann werde ich das ein Weilchen tragen und dann werden wir sehen, ob sich da in den Fältchen irgendwas abgesetzt hat. Aber so finde ich das auf den ersten Blick im Vergleich zu anderen Concealern sehr gut, weil dieser Concealer wirklich ein bisschen mehr Feuchtigkeit spendend ist, finde ich. Also bis jetzt finde ich den Concealer richtig gut, muss ich sagen. Ja, genau. Jetzt werde ich den Concealer so ein bisschen tragen den ganzen Tag und dann melde ich mich zurück. Herzlich willkommen zurück. Ich bin jetzt seit 8, 9 Stunden unterwegs und ja, ich wollte euch einfach mal zeigen, wie sich der Concealer auf meinem Auge verhalten hat nach 8 oder 9 Stunden. Ich komme ein bisschen näher ran. So, also man sieht, dass sich der Concealer
hier auf der Seite abgesetzt hat in die Fältchen. Was ich aber nach 8, 9 Stunden aktiven Mami-Lebens nicht so weiter schlimm finde. Hier auf dieser Seite geht es noch, also das ist, denke ich mal, so wie ich das erkennen kann, überhaupt nicht schlimm, gar nicht. Und ja, der Concealer hat sich schon abgetragen, aber ich finde, dass er wirklich sehr, sehr gut seinen Job getan hat. Catrice sagt, mittlere Deckkraft. Ja, würde ich sagen, also die Deckkraft war recht gut. Ob sie jetzt richtig die dunkle Schatten unter den Augen abdecken würde, ich glaube eher nicht. Aber für mich hat es gereicht. Mattes Finish, es hat nicht geglänzt, aber es war auch nicht totmatt. Also es war ganz okay. Feuchtigkeit spendend fand ich, ja, also es hat meinen Augen, ich habe sowieso hier unten trockene Augen, in meinen Augen, an meinen Augen hat dieser Concealer Feuchtigkeit gespendet. Das Ganze war sehr elastisch, war sehr, nicht unbedingt prall, aber ja, man hat gesehen, dass das nicht trocken ist. Es hat optisch war es nicht getrocknet, vertrocknet, ausgedörrt, sondern es war wirklich prall. Ja, kann man das sagen? Es war prall. Und dadurch haben sich die Fältchen hier unten drunter optisch so ein bisschen retuschiert. Also meine absolute Empfehlung. Ja, und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr Lust drauf habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.